Stefan Schuster, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes, ist jetzt bei uns. Das ist soweit richtig? Das ist richtig, korrekt. Ja. Was ist denn für Sie eigentlich stressiger, jetzt gerade diese Vorbereitungszeit oder dann die Messzeit? Ja gut, ich glaube die Vorbereitungszeit eigentlich mehr, weil es geht ja, die Vorbereitung geht ja schon ein ganzes Jahr weg für jede Veranstaltung. Wie läuft denn so der Alltag eines Schaustellers ab? Ich meine, klar, das, was wir als Gäste dann immer erleben, das ist die Zeit, während ein Fest läuft. Aber wie ist das dann auch dazwischen? Das ist korrekt. Ich meine, das ist natürlich immer für uns sehr arbeitsreich und mit vielen Stunden verbunden. Und wir müssen uns jeden Tag neu darauf einstellen, auf die Situationen, die auf uns zukommen. Also, aber das kriegen wir ganz gut hin. Was heißt neu darauf einstellen? Was hat sich in der Vergangenheit verändert? Es ist natürlich heutzutage so, dass immer neue Bestimmungen und neue Gesetze auf uns zukommen. Thema Sicherheit ist ganz groß und ja, es gibt zum Beispiel, dass neue Leitern verwendet werden müssen, die eine extra Stufe haben und die dürfen nur noch TÜV haben und so. Es kommt immer wieder was Neues, was uns eigentlich immer ein bisschen ausbremst, aber wir es doch letztendlich immer wieder hinbekommen. Also wir können uns natürlich auch weiterhin auf schöne Attraktionen freuen. Jetzt betreiben Sie ja selbst auch ein Kindersportkarussell in vierter Generation. Das ist korrekt, ja. Wir sind vierte Generation Schausteller, schon immer hier in Mannheim stationiert, also unsere Heimatstadt, und so ist es halt auch geblieben. Wie war das für Sie? Sind Sie da reingeboren worden? Oder, also gab es für Sie im Grunde genommen damals eine Wahl? Ja, was heißt eine Wahl? Ich glaube ich nicht. Das war bei uns selbstverständlich, dass man halt als Mitglied einer Schaustellerfamilie auch dem nachgeht. Ich meine, es ist schon was Besonderes, auch für uns natürlich, weil es ist kein Leben, das immer gleich ist. Es ist jeden Tag was Neues. Und das macht das Ganze interessant natürlich. Und jetzt gerade auch in der technisierten Welt, also wir haben mittlerweile Virtual Reality etc., also da kriegen wir ja im Grunde um Achterbahn beispielsweise auch virtuell vorgegaukelt. Oder merken Sie denn, dass vielleicht auch gerade deshalb es wieder einen Reiz für das physisch Erlebbare gibt? Das wird immer so sein. Ich denke auch, das wird sich nicht ändern. Nur man sieht es jetzt auch an der Attraktivität der Mannheimer Messe, die wir jetzt ein komplett neues Konzept erarbeitet haben, dass auch da jetzt wieder die Interesse viel mehr steigt oder so. Und das, ja, es ist ein großes, sagen wir mal, Maß an Dinge, die jetzt versuchen, die Leute haben, wie es mit dem Handy ist und Virtual Reality oder so. Aber wir tun natürlich auch unseren Teil dafür, dass das dann wieder in die Richtung geht. Also die Familien wachsen natürlich auch weiter damit, müssen aber auch entsprechend mitziehen. Wie läuft das denn dann im Alltag über das Jahr ab? Denn also Kinder, klar, die sind ja auch schulpflichtig. Wie kann man sich das vorstellen? Nun gut, ich meine, man hat Kinder, die zu Hause leben, bei Verwandten oder die Großeltern, die dann zu Hause bleiben, die nicht mehr reisen. Es gibt natürlich sogenannte Schaustellerkinderheime, da wo nur Schaustellerkinder geschult werden. Oder Kinder natürlich, wo in jede Woche in eine andere Schule gehen. Ist es regional unterschiedlich oder kann man sich tatsächlich darauf verlassen, dass egal wo, sagen wir mal, ein Zirkus, eine Messe etc. ist, dass es dort dann auch dieses Angebot gibt? Ja, das gibt es eigentlich überall. Sie können Ihre Kinder jederzeit, es gibt dann so ein sagen wir mal, ein Buch und da wird das immer eingetragen. Das wird natürlich auch kontrolliert. Und dann gibt es Bereichslehrerinnen in jeder größeren Stadt oder Bereichslehrer, die sich dann speziell um diese Kinder natürlich auch noch kümmern, dass sie also nicht hinten dran bleiben. Und das funktioniert sehr gut. Also Stefan Schuster, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute, viel Spaß vor allem und auch auf eine erfolgreiche Oktobermesse. Am Samstag geht es los und ja, Sie kann man dort natürlich dann auch antreffen. Ja.